Hallo Leute, heute ist wieder mal ein Dream League Soccer Let's Play angesagt. Hier bin ich im Halbfinale gegen Barcelona im Global Challenge Cup. Ich glaube, die werden gewinnen, denn die haben Messi, Suarez und Neymar. Also, okay, Messi mag ich nicht. Mittel, nein, gar nicht. Aber ich muss jetzt aufpassen. Und das sind Halbfinale. Okay, ich bin natürlich die Grünen, seht ihr. Schön, Ramos. Komm, Kusumi, erstellter Spieler. Scheiße. Ey, bitte nicht, Javi, mach kein Tor. Nein, bitte, der macht kein Tor. Oh, fuck! Wieso voll ich den Elfmeter? Scheiße. Elfmeter für Barcelona. Okay, ich hab schon mal verloren. 1-0 für Barcelona, würde ich sagen. Oh, ich hab den gehalten, geil. Ich hab den Oh Mann, aber dann hat der Rücktor gemacht. Trotzdem, ich hab den geil gehalten. Guck mal. Nochmal. Nein. Okay. Das muss sich ändern. Komm bitte, Ronaldo. Zeig mir, was du drauf hast. Gegen deine Rivalmannschaft. Was? Das ist deine Leistung, Ronaldo? Bah. Ich frage mich, wieso Ronaldo bei Dream League Soccer Bewertung 90 hat. Das ist eigentlich schlecht für den. Ich hatte Ronaldo in Bewertung so 93 oder so. Messi hat 94. Leider, immerhin mehr. Ja, Ronaldo gegen Piqué im Zweikampf. Ich gewinne. Also Ronaldo. Ronaldo gegen den da. Gegen Mascherano und Ronaldo verliert leider. Verdammt. Man muss Barcelona 1-0 führen. Da wenigstens besiegt Bayern. Bayern die. Oder Real. Okay. Weiß man nicht. Naja, die haben. Ich weiß nicht wie, aber gegen so eine Mannschaft Celta Vigo aus der spanischen Liga 4-1 verloren. Das ist eigentlich komisch. Weil für Barcelona, also 4-1. Real Madrid ist ja in der Tabelle zweiter Platz. Und erster Platz Villarreal. Und Barcelona ist vierter. Haha, würde ich sagen für Barcelona. Für geil, 1-1. Scheiße. Okay, ich glaub, naja. Das ist. Ah, du passt Ronaldo. Gut. Scheiße. Oder nicht gut. Wieso faul ich den immer? Hey, bitte, ich hab kein Gelb oder Rot. Gut, hab ich nicht. Komm, Ronaldo, reif an. Schlecht, Ronaldo, schlecht. Nein. Nein, 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 nein. Schlecht. Gut. Komm, Lewandowski. Lewandowski, oh fuck, ab. Halbzeit. Jetzt kommt die zweite Hälfte. Ibrahimovic. Kusumi. Kusumi. Ibra. Oh, 2-1. Ibrahimovic. Ey, fuck, Neymar. Neymar kann gut dribbeln. Für mich ist er der beste Dribbler, also den ich kenne, weil. Also im echten, weil im Dream League Soccer ist er schlecht im Dribbeln. Aber wirklich, der ist richtig gut im Dribbeln. Der gehört auch zur Top 10 meiner Lieblingsspieler. Top 5, würde ich mal sagen. Also mein Lieblingsspieler ist. Natürlich Ronaldo, das wisst ihr, glaube ich. Zweiter Platz ist Benzema. Scheiße. Haha, Messi ist so schlecht und trifft den Tor nicht. Zweiter Platz Benzema. Dritter Platz Lewandowski. Vierter Platz Neymar. Und fünfter Platz ist Ibrahimovic. Nicht.
Nein, kann nicht die bringen, ich. Nein, nein. Und da. Wer denn? Egal, ich führe wenigstens 3-1 gegen Barcelona. Das ist auch gut. Aber wer ist fünfter Platz? Ich würde sagen. Wer denn? Neuer! Ein Keeper natürlich. Neuer ist so gut, ey. Oder nein, Shaqiri. Ein Albaner. Wie ich. Komm, Ronaldo macht 4-1. Ja, nein. Oh, ja, 4-1. Patrick Ronaldo. Barcelona so schlecht, Alter. Mal schon 4-1. Obwohl Barcelona bessere Spieler hat als ich. Und im Halbfinale ist. Geil, ich komme ins Finale. Wie konnte man den nicht reinmachen? Wie schlecht ist Barcelona? Bo. Das heißt Finale für mich. Okay, tschö, Leute. Hier gibt es aber eine fette Umarmung. Okay, tschö. Bis zum nächsten Video.